machen uns heute auf die Reise. Die Frage war eigentlich, wo wollten wir jetzt eigentlich zuletzt hin? Achso, ja, genau. Ausrüstung? Nein. Genau, die Reise. Der Sensei und die andere Schülerin. Der Preis des Eisens. Wir sollen es ja da treffen. Ne? Dann war hier Preis des Eisens. Untersuche das Haus. So, die andere Seite der Ehre. Das ist ja das, was wir da haben. So, und dann haben wir ja hier die Geschichte von Fürstin Masako. Dann haben wir ja Blut im Rausch. Ne? Im Gras, wie so im Rausch. So, und dann haben wir noch der gebrochene Schmied. Ich würde mal sagen, Blut im Gras, ne? Machen wir Blut im Gras? Kilometer. Jetzt habe ich dann doch eher Lust, Sensei und die Schülerin zu machen, weil das ist nämlich hier vor Ort. Dann machen wir den. So, da müssen wir ja nur wieder hier den Berg hoch. Weil da oben ist es nämlich. Und auf dahin. Auf. Oh. Ja, wir können auch rennen. Hier lang. Jetzt auch die Frage, ob es sinnvoller gewesen wäre, dass ich... Ein goldener Vogel. Es heißt, sie kennen jedes Geheimnis dieser Insel. Wohin er wohl fliegt. Jetzt hin. Lager der Überlebenden. Der Vogel hin. Komm ich jetzt dahin? Oder was? Dass ihr kamt. Wir leben noch. Ist ja auch was. Da ist hier ein Lager. Ist ja geil. Was denkt ihr, was diese Eindringlinge von uns wollen? Sie sind Dämonen. Und ihr wisst, was sie wollen. Das weiß ich nicht. Uns fressen. Ich habe die Mongolen noch niemanden fressen sehen. Sie fressen uns nicht in der Öffentlichkeit. Sie essen unser Essen. Ich hab's gesehen. Oh, seid doch nicht so naiv. Die Dämonen täuschen euch nur. Und das funktioniert. Fürst Sakai. Braucht ihr mein Herr, Köche? Die Mongolen haben die Brücke zum Hiyoshi-Hallbad eingenommen. Viele überqueren diese Brücke. Dort sind sie ungeschützt. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, mein Herr. Ich fand die Yarikaba-Rebellion schon schlimm. Katapulisiert. Ort ist im Gespräch. Vorfall an der Yoshi-Schlucht.
kriegen wir doch hin, würde ich sagen. Wenn ihr Felle übrig habt, hätte ich im Gegenzug etwas für euch. Fernkampfwaffe? Schnellfeuerwaffen? Was können wir denn verkaufen? Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Raubtierfälle. Schnellfeuerwaffen? Aber auch nicht. Munition? Leinen. Für 30 zu kaufen. Ihr habt meinen Dank. Ich sage, bis zum nächsten Mal, mein Herr. Mongolische Kaiser. Mögen die Kami euren Weg schützen, Herr. Meine Mutter glaubte, Inari beschützt mich. Bei meiner Geburt sah sie einen Fuchs vor unserem Haus Glühwürmchen jagen. Sie wusste, dass Füchse Inaris Boten in unserer Welt sind. Wenn ihr einen seht, folgt dem Weg, den er nimmt. Das werde ich. Danke. Jetzt haben sie also hier welche im Wald versteckt. Oh, was haben wir hier? In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Was können wir hier handeln? Fürst Sakai, ihr habt die Invasion überlebt? Ja. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein, mein Herr. Doch ich sah euch in die Schlacht reiten. Bitte nehmt dieses Geschenk an. Es heißt, wenn ihr das tragt, führt euch eine Seele zu allem, was ihr sucht. Klingt, als hättet ihr dafür auch selbst Gebrauch. Nicht, wo Mongolen durchs Land streifen. Doch falls sie euch zu Blumen führt, bringt sie mir. Oder anderen Händlern. Wir können daraus Farben herstellen. Ich werde daran denken. Danke. So, Schwertkit. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Okay. Für 5 Blumen zu kaufen? Wir haben 9. Okay, Rüstungsfarben. Da bräuchten wir 10 zu. Hüte. Okay. Nee, den Bogen können wir so lassen. Hier gibt's nichts weiter. Okay. Geht unter den Schutz der Kam. Und da wir ja hier nichts weiter haben, da war noch ein Fallenhersteller. Wobei. Aufzeichnung. Natürlich auch. Ja, eigentlich mal ein Pferd nehmen können, ne? Irgendwo in diese Richtung sollen wir gehen. Die Sporen.
Oh Mann. Mongolisches Gebiet. Wir können ihn jetzt herausfordern. Haut euch nur! Samurai Ära, Dratschit! L und RB in Richtung... Ganz gut. Und wie geht's hier? Mein Vieh? Eieiei. So, besiege die Mongolen. Töte Gegner, dann ohne Schaden zu nehmen. Und leiden. Bonus. Finde und beruf den Mongolen. Eigentlich ganz gut. Oder, was heißt denn? Ja, es ist wie es ist. Was ich jetzt natürlich für ein Problem habe, ist die Tatsache, der Mongolenführer da, ne? Der wird mich richtig kneifen. Der wird mich richtig kneifen. Kommt her und kämpft! Lauf, faules Lauf. Oh Gott. Season ist durch und nur abschlachten lassen habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Von euch war auch keiner mehr da. Doof gesagt. Deswegen habe ich momentan auch gesagt, nö, die neue Season geht ja nächste Woche wieder los. Und dann mal gucken. Jetzt habe ich irgendwie Bock gerade auf das Game. Was ist denn der? Halt in Sieg machen. Oh Gott. Der Umfang ist. Da ist er. Oh Gott, oh Gott.
Oh Gott, oh Gott. Ja, komm. Sauber. Jetzt haben wir den auch schon. Jetzt haben wir noch irgendeinen Anführer hier. Ich habe keine Pfeile mehr. Finde den Mongolenanführer. Die Tat des Reihen basiert und Artefakte in der Nähe sind. Stahl. Auch noch was. Eisen. Gott, oh Gott. Na komm. So. Sauber. Töte Boote, Wasserkampf, Handlung. Yes. Verbesserung. Wir müssen einen Schwertschmied aufsuchen. Okay. So, da haben wir noch Eisen. Warum kommt immer die Info, dass das pulsiert, wenn ich in der Nähe bin? Von irgendeinem Artefakt. Zirpende Grillen haben wir gesammelt. Alter, was es gibt. Im zweiten Versuch. Ja, nochmal Eisen. Im zweiten Versuch habe ich es geschafft, dass die Mongolen hier von dieser Brücke hier vertrieben habe. Yes. Hier noch. Noch mehr Eisen. Sehr schön. Aber ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas noch vergessen habe. Weil immer kommt hier diese nette Meldung, dass meine Kleidung am Wackeln ist. Da haben wir einen Pfeil. Jetzt nicht mehr. Also habe ich alles gesammelt, was es hier zu sammeln gibt. Sehr schön. Jetzt müsste ja auch eigentlich die Info kommen. Und
dass ich ihn besiegt habe. Beziehungsweise, dass ich die Story, also den Story-Part geschafft habe. So, was haben wir hier? Einen unentdeckten Ort. So. Aufzeichnung. Vorfall allerdings. Die Mongolen haben die Brücke ja. Haben wir gemacht. Finde die Brücke zwischen Hiyoshi und Ariake. Ach so, das geht noch weiter. Ah, das ist natürlich gut zu wissen, ne? Könnte das das sein? Nee, da geht's hin. Aber da ist auch noch ein Ort. Also hier runter. Da haben wir noch ein bisschen Bambus. So. Ich darf ja scheinbar die Rehe nicht töten. Das war die Aussage, das, was ich gelesen habe. Oh. Nice, sind voll. Wo hier lang? Da unten. Seid tapfer, Banta! Wir retten dich, mein Junge! Hört auf, ihr Bestien! Was ist denn hier für ein Film? Mein Herr! Okay. Sie belagern die Brücke! Recht, wir waren auf der Flucht ins Hiyoshi-Halbad. Die Brücke sah sicher aus, doch die Mongolen lauerten in der Schlucht. Sie schossen von unten auf uns. Jemand ist verletzt. Banta, der Sohn meines Bruders. Sie benutzen ihn als Köder. Eure Familie soll sich von der Brücke fernhalten. Ich beende das. Genau. Vorfall an der Hiyoshi-Schlucht. Schrei weiter, Knirps! Deine Familie überlässt dich dem Tod! Verschässert dich hin! Uchinbei! Abrakei Hirten unigal! Alter! Was ist der denn? Da ist er. Da ist ja auch noch einer. Pfeile her. Nehmen wir noch Pfeile? Wo komme ich da vorne, Pibeln? Jetzt habe ich hier keine Pfeile mehr, oder was? Da lag noch einer. Da hinten ist doch ein Reiter. Ist voll. Oh, ich hasse ja nichts mehr, als wenn ich ein Spiel spiele und keine Pfeile habe, ne? Der steht da ja auch eiskalt. Wäre jetzt ja,
komme ich nahezu ungesehen. Rüber. Seite hier mal. Danke dir. Gar nicht mitgekriegt, dass sie auch auf der Seite sind. Also da, ne? Hätte ich hier gar nicht so weit laufen müssen. Wahrscheinlich. Aber dann knall ich mir die.